Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit der Folge Netzschutz, gelöschtes Netz. Wir lernen heute kennen, was es mit dem Begriff gelöschtes Netz auf sich hat. Ich kann schon mal vorweg sagen, da ist nicht die Feuerwehr angerückt. Es hat viel mehr zu tun mit einem Erdschluss. Wir lernen kennen den niederohmigen Sternpunkt Erdung, schauen uns dann den isolierten Sternpunkt an und schauen uns an, welchen Einfluss Leitungskapazitäten auf den Erdschlussstrom haben können und wie diese dann kompensiert werden können im gelöschten Netz. Fangen wir an mit dem einphasigen Erdschluss mit niederohmiger Sternpunkterdung. Wir sehen, der Sternpunkt von unserem Transformator oder unserem Generator ist in diesem Fall geerdet und mit einem Neutralleiter versehen. Das ist im Niederspannungsnetz üblich, denn es ermöglicht unsymmetrische Lasten und einen Stromfluss auf dem Neutralleiter. Der Nachteil ist, wenn eine der Phasen mit dem Neutralleiter oder auch mit Erde in Verbindung kommt, fließt ein hoher Kurzschlussstrom. Das kennen wir aus dem Haushalt. Dieser Strom ist dann durch die Leitungsimpedanz, durch die Trafo- oder Generatorimpedanz beschränkt und löst üblicherweise eine Sicherung aus. Eine andere Möglichkeit ist, den Sternpunkt isoliert zu lassen. Das heißt, das können wir dann nutzen, wenn wir gar keinen Neutralleiter haben. Dann ist der Sternpunkt auch nicht an Erde angeschlossen. Das ist üblich in der Mittelspannung, in der Hoch- und Höchstspannung und setzt voraus, dass wir symmetrische Lasten haben. In diesem Fall führt ein Erdschluss, also die Verbindung einer Phase mit der Erde, nicht zu einem hohen Strom und der Weiterbetrieb ist normalerweise möglich. Das Ganze wird dadurch ausfallsicherer. Das Problem dabei ist, dass wir eine deutlich höhere Phasenspannung gegen Erde in einem solchen Fall haben können. Das schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an in einem Zeigerdiagramm. Zunächst einmal nochmal rekapitulieren wir das Zeigerdiagramm für den normalen Fall. Das heißt, wir haben unsere drei Phasenspannungen, denn wir gehen davon aus, dass diese symmetrisch gegenüber Erde sind, dadurch, dass das System symmetrisch aufgebaut ist, auch wenn der Erdpunkt nicht mit dem Sternpunkt des Trafos verbunden ist. Die verketteten Spannungen zwischen den Phasen ergeben sich dann eben aus der Summe jeweils und sind dann Wurzel 3 mal größer. Das kennen wir ja schon. Wenn jetzt ein Erdschluss auftritt, dann ist die Phasenspannung oder an L1 0 durch den Kurzschluss. Das heißt, in unserem Zeigerdiagramm verschiebt sich der Nullpunkt praktisch. Und was aber erhalten bleibt, das sind die verketteten Spannungen zwischen den Phasen. Die bleiben so wie vorher. Aber der Punkt für Phase L1 ist nun mit der Erde verbunden. Und wenn wir jetzt das genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass beispielsweise die Phasenspannung U3.0 genauso groß ist wie die verkettete Spannung U3.1. Denn Phase 1 ist ja mit 0 mit der Erde verbunden.
Und so sehen wir in unserem Zeigerdiagramm, dass jetzt plötzlich die Phasenspannung auf Phase 3 und genauso die Phasenspannung auf Phase 2 plötzlich genauso groß sind wie die verketteten Spannungen, also um Wurzel 3 mal höher. Wenn wir ein solches System weiterhin so betreiben wollen, müssen wir darauf achten, dass die Isolationsfestigkeit der einzelnen Leiter gegenüber Erde weiterhin gegeben ist. Bei Freileitungen ist das meistens schon der Fall. Bei Kabeln müssen wir dort stärker darauf achten, denn gerade in der Mittelspannung sind die Isolationsfestigkeiten häufig ziemlich knapp ausgelegt. Und wenn wir dann also bei einem Erdschluss das Kabel weiter betreiben sollen, müssen wir also ein Kabel wählen, das die entsprechende Isolationsfähigkeit zur Erde hin aufweist. Gerade bei Kabeln tritt ein weiteres Problem auf. Kabel haben typischerweise relativ hohe Kabelkapazitäten. Und die führen dazu, dass wir tatsächlich einen gewissen Erdschlussstrom haben. Dieser Kurzschlussstrom kann durchaus im Bereich von einigen Dutzend Ampere liegen. Und wenn Sie überlegen, dass zum Schweißen mit einem Handschweißgerät Ströme von 50, 60, 80, 100 Ampere benötigt werden, so stellen wir fest, dass das ungefähr in der ähnlichen Größenordnung liegt wie ein solcher Erdschlussstrom. Sie können sich also vorstellen, dass dieser Erdschlussstrom durchaus ziemlich bald Schaden anrichten kann. Und das schauen wir uns jetzt im Folgenden mit Hilfe eines Zeigerdiagramms genauer an. Die Spannungen U1, U2 und U3, die Phasenspannungen des Generators, sind üblicherweise hier dargestellt. Und die verketteten Spannungen U1,2, U3,1 und U2,3 ergeben sich natürlich aus der Summe der jeweiligen Spannungen. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, welche Spannungen an den Kondensatoren anliegen, so schauen wir uns zunächst einmal die Spannung U3,0 an und stellen fest, sie entspricht praktisch der aktuellen Phasenspannung an L3. Das entspricht der Spannung U3,1, hier im Zeigerdiagramm orange dargestellt. An dem anderen Kondensator liegt entsprechend die Spannung U1,2 an, allerdings mit einem negativen Vorzeichen. Also in beiden Fällen jeweils vom Betrag her verkettete Spannung. Allerdings jeweils mit einem Phasenwinkel verschoben. Wenn wir jetzt den Strom einmal einzeichnen, so stellen wir jetzt hier für den Strom durch Kondensator C3,0 fest, er ist um 90 Grad phasenverschoben und kommt vor der Spannung im Drehsinn des Zeigerdiagramms. Jetzt haben wir hier willkürlich von der Länge her eingezeichnet, aber die Phasenrichtung sollte stimmen. Ebenso ist der Strom durch den Kondensator C2,0 um 90 Grad voreilend verschoben. Und wenn das Ganze symmetrisch ist, sind die Beträge dieser beiden Ströme auch noch gleich groß. Der Gesamtstrom, der auch durch hier unseren Erdschluss fließt, ergibt sich aus der Addition der beiden Ströme vektoriell. Und wir stellen fest, dass der Strom in der Summe um 90 Grad zur Spannung U1 verschoben ist. Das merken wir uns, denn das ist gleich noch wichtig. Kommen wir nun zum gelöschten Netz. Beim gelöschten Netz können wir nämlich diesen kapazitiven Erdstrom durch eine geschickt angebrachte sogenannte Löschspule oder auch Petersenspule genannt kompensieren. Das heißt, wir löschen damit den
Erdschluss an unserer Schadensstelle. Die Anpassbedingung ist, dass der Strom durch diese Spule vom Betrag genauso groß ist wie der Strom durch beide Kondensatoren. Und wir hatten ja eben festgestellt, dass der Strom durch den Kondensator um 90 Grad negativ phasenverschoben ist gegenüber der Spannung U1. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, stellen wir fest, dass die Spannung an unserer Spule L1 beim Erdschluss genau dieser Phasenspannung U1 entspricht und der Strom dann entsprechend um 90 Grad phasenverschoben fließt und damit genau phasenrichtig wie der Strom durch den Kondensator. Das heißt, Kondensatorstrom und Spulenstrom, wenn die gleich groß sind, kompensieren den Strom hier durch unsere Schadstelle. Das heißt also, aus der Anpassbedingung IL gleich IC können wir jeweils feststellen, wir hatten ausgerechnet, der Strom durch die Kondensatoren beträgt Wurzel 3 mal Nennspannung durch den Blindwiderstand der Kondensatoren. Der Strom durch die Spule beträgt Nennspannung durch Wurzel 3, das ist unsere Phasenspannung, geteilt durch den Blindwiderstand der Induktivität. Und wenn wir beides gleichsetzen, kommen wir zur Anpassbedingung, dass der Blindwiderstand der Spule ein Drittel des Blindwiderstandes der Leitungskapazität betragen muss. Das Ganze können wir mit einer Spule realisieren. Diese Spule wird im Normalfall, wenn also das Netz symmetrisch betrieben wird, nicht belastet. Es fließt kein Strom durch die Petersen-Spule. Erst im Fehlerfall, im Erdschluss, fließt der Löschstrom durch die Petersen-Spule. Diese muss natürlich genau angepasst sein an die Kabelkapazitäten und darum ist eine solche Spule auch einstellbar. Hier in diesem Bild sehen wir hier einen Antrieb, der die Spule einstellen kann, im Zweifelsfall dadurch, dass der Magnetkern entsprechend bewegt wird, sodass sich der Luftspalt vergrößert oder verkleinert und damit auch die Induktivität der Spule angepasst werden kann. Das ist dann zum Beispiel notwendig, wenn im Stromnetz eine Umkonfigurierung stattfindet, wenn also zusätzliche Leitungen hinzukommen oder hinwegfallen, dann ändert sich die Gesamtkapazität des Netzes und die Löschspule muss entsprechend angepasst werden. Wir lernen also, das gelöschte Netz hat nichts mit der Feuerwehr zu tun, sondern es geht darum, den Fehler durch einen Erdschlussstrom zu kompensieren. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie demnächst wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.